Woche für Woche sprechen wir über einen außergewöhnlichen Mann, der ein außergewöhnliches Leben geführt hat. Und dieser Mann hat einen Namen: Jesus Christus. Und es ist so relevant für unser Leben in der heutigen Zeit, auch wenn manche Stimmen von uns sagen würden: Hat denn das überhaupt Belange in meinem Leben? Ich bin ein moderner, aufgeklärter Mensch. Brauche ich heute noch, dank der Technik, einen Jesus? Und ich sage ja. An Jesus entscheidet sich Leben oder Tod. Ja, an Jesus scheiden sich die Geister. Aber Jesus Christus, mehr als ein Prophet, vollkommener Mensch und vollkommener Gott, hat Wichtiges getan. Das Wichtigste, er hat die Menschheit erlöst von ihrer Schuld und Sünde am Kreuz, wer das annimmt. Es ist der Zugang zu Gott, der einzige Weg zu Gott, nur durch Jesus Christus möglich. Und ich will heute mit euch über ein aktuelles Thema, will ich noch einmal vertiefen. Wir haben alle gehört von dem aktuellen Geschehen. Jan Böhmermann, ein Satiriker, hat gegen Erdogan ein Schmähgedicht veröffentlicht, offiziell gemacht. Und natürlich springen alle auf. Das ist doch moralisch verwerflich. Punkt 1. Ich unterstütze nichts, was er gesagt hat, und bejahe etwas. Ich müsste sagen, 99% aller Menschen denken schlecht über andere, denken schlecht, reden schlecht, auch in der Öffentlichkeit. Also nicht nur die Satiriker, nicht nur die, die scheinbar offensichtlich Witze über andere machen, sondern auch du, auch ich und auch du, wir vergehen uns ständig mit Worten an unseren Mitmenschen. Und wisst ihr, der Maßstab bei Gott ist ein völlig anderer. Ich habe euch heute die Bibelstelle mitgebracht aus dem Matthäusevangelium. Da steht: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber irgend töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, wird in dem Gericht verfallen sein. Wer aber irgend zu seinem Bruder sagt, Raka, das heißt Dummkopf, wird dem Synedrium verfallen sein. Wer aber irgend sagt, also zu seinem Mitmenschen, du Narr, wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Also, wir denken, wir haben das Recht, wir haben Meinungsfreiheit, keine Frage, in Deutschland. Aber wir denken, was ist schon dabei, wenn ich meine Mitmenschen beleidige, wenn ich zu jemandem sage, du Dummkopf, wenn ich sage, hey, du Spinner, was bist du denn für einer? Wenn ihr wüsstet, dass bei Gott ein anderer Maßstab herrscht, da würden wir vielleicht unser Leben ändern. Aber nein, natürlich nicht. Es gehört heute zum guten Ton, dass wir provozieren, dass wir provokant sind, dass wir das tun, was wir scheinbar nicht sollen und was wir scheinbar nicht dürfen. Und wir sind ja so frei, dass wir keine Grenzen kennen. Wir sind ja so frei, dass wir bewusst übertreten, die wir eigentlich lassen sollen. Wisst ihr, Gott ist so gnädig mit uns Menschen. Er kennt unser Sinnen und Trachten seit der Bibel. Er weiß alles, was wir tun. Unsere Absichten. Er weiß unsere Motive. Er weiß, wohin es führen wird, was wir ausrichten, was wir denken und was wir handeln mit unserem Herzen, mit unseren Gedanken. Alles, was den Ausdruck findet. Wird eines Tages die Menschheit richten für das, was sie getan hat, was sie gesagt hat. Aber er ist so gnädig, dass er uns stehen lässt, so oft, obwohl wir Dinge tun, die offensichtlich falsch sind. Und wir sind voller Potenzial, genau das zu tun, was andere schadet. Heute werden Menschen angehimmelt, Menschen wird in Scharen nachgegangen, Leute, die bewusst Dinge tun, die wir als verboten kennen, die falsch. Fragen wir hier einfach mal ganz kurz mal junge Männer. Sie bleiben
einfach fasziniert von Gewalt, fasziniert von obszönen Texten. Rapmusik ist in Deutschland, in Amerika schon lange überall auf Platz 1. Ja? Je perverser, yeah. Je krasser, yeah. Desto cooler, yeah. Männer, die mir scheinbar aus meiner Seele sprechen. Aber was ist denn das denn? Die Propheten der Neuzeit. Wenn du heute auf YouTube 1 Million Klicks hast, dann hast du es geschafft. Dann bist du wichtig. Dann ist das, was du sagst, relevant. Wir fragen nicht nach Gott. Wir wissen deswegen auch nicht, was richtig und falsch ist. Heute hat jemand, der irgendwie scheinbar es zu etwas gebracht hat, das Recht, sich Dinge zu erlauben. Und wir dürfen dankbar sein für die Freiheit, die wir in diesem Land haben, Dinge zu tun und auszuführen und auch Demonstrationen jeglicher Richtung auszutragen. Aber bei Gott finden wir einen anderen Maßstab vor. Und was ist, wenn Gott dich doch treffen kann und dir zeigt, wie oft du dich in deinem Handeln vergehst? Ja? Was ist denn das? Gott sagt, wenn du einem Bruder Dummkopf nennst, wenn du ihn einen Narren nennst, verdienst du die Hölle. Der Maßstab bei Gott ist ein anderer, weil dieser Gott heilig ist, weil dieser Gott gerecht ist. Die Leute denken immer, oh, ihr redet von Hölle. Und was ist denn das? Da laufen die Leute weg. Aber Gott liebt den Menschen so sehr, dass er ihnen die Wahrheit nicht irgendwie vorenthält. Nein, ganz im Gegenteil. Er demonstriert sich selber als einen gerechten, heiligen Gott, der so gerecht ist, dass er schlechte Sachen, falsche Handlungen und Taten nicht einfach so abtun kann und sagen kann, hey, ich bin so ein gerechter Gott. Vergewaltigungen, Beleidigungen lasse ich einfach im Raum stehen. Ja, es ist nichts dabei. Ich bin ja ein gnädiger Gott und vergebe alles. Nein, und das willst du auch nicht. Und hier habe ich angefangen mit dem Vers. Du sollst nicht töten, aber wer irgendwen tötet, ja, er kommt ins Gericht. Und heute ist es ja auch gang und gäbe. Wenn ich hier rumlaufen würde, jemanden töten würde, dann wäre es ja das Normalste, wenn ich mindestens vors Gericht komme. Ja, es gibt ja in Amerika noch einige Gebiete, wo es die Todesstrafe gibt. Aber das wäre für dich gerecht. Wenn jemand einen anderen tötet, ist es gerecht, wenn wir ihn wegsperren oder vielleicht sogar in Amerika, wenn man ihn töten lässt. Er war ein Mörder, er war ein Kinderschänder vielleicht. Ja? Aber Gottes Maßstab ist ein anderer. Er sagt, du sehnst dich vielleicht nach Gerechtigkeit, weil du all die Ungerechtigkeit in dieser Welt siehst. Vielleicht auch gar nicht willst. Aber wenn du wüsstest, wie gerecht Gott ist, dass er Ungerechtigkeit hasst, dann würdest du verstehen, warum er auch richten muss. Jeden von uns. Und wir lernen zwar dank der psychologischen Bücher, dass wir von Geburt an irgendwie gar nicht so schlecht sind. Aber Gott sagt, wir alle, wir sind Feinde Gottes zunächst. Und wir brauchen Jesus, um eine Begegnung mit Gott überhaupt haben zu können. Die Beziehung zu Gott ist bedingt durch die Annahme Jesu, dass wir glauben, dass er für unsere Schuld und Sünden gestorben ist. Vorher können wir nicht zu Gott kommen. Dein schönes Gesicht, deine schönen Klamotten, dein Hab und Gut bringen dich nicht in den Himmel. Nichts kannst du dir, du kannst die Ewigkeit dir nicht erkaufen. Du brauchst Jesus Christus. Und das Außergewöhnliche für mich ist, dass Gott, obwohl er uns so gut kennt, obwohl er unsere Herzen durchleuchtet, unsere Gedanken sieht, er trotzdem sich entscheidet, für die Menschheit zu sterben. Er hat sich entschieden, für seine Feinde zu sterben, die ihn nicht wollen. Er hat sich entschieden, sein Leben zu geben für seine Feinde. Er war bereit, in den Tod zu gehen. Und das ist herrlich. Der Maßstab Gottes ist ein anderer, als was wir haben. Wir meinen zu wissen, gewisse Dinge sind kleinlich, sind nicht wirklich relevant. Aber Gott ist so heilig, dass die kleinste Lüge für dich den Tod bedeutet. Aber Gott, und das ist die frohe Botschaft, er will die Menschen erretten. Sein Schwerpunkt liegt nicht auf Gericht. Gott selber war bereit, das Gericht für die Menschen zu tragen. Er möchte jeden einzelnen Menschen errettet sehen. Dass das nicht geschieht,
Hate ist klar, weil wir Gott auch bewusst ablehnen können und wir ihn nicht wollen. Aber Gott hat trotzdem alles daran gesetzt, dass wir ihn kennenlernen können, dass wir ihm begegnen können und dass wir ihn erfahren können in diesem Leben. Deswegen wende dich ihm zu. Heute sind wir alles Moralapostel. Wir wissen, was richtig und falsch ist und können deswegen in dieser Böhmermann-Debatte scheinbar ein Wörtchen mitreden. Aber eigentlich müsste jeder von uns eines Tages auch vor Gericht für die Gedanken und Taten, die er getan hat. Und es ist Gnade, wenn du es heute nicht erlebst und erfährst. Denn auch das wird dich eines Tages treffen. Der Maßstab Gottes ist ein anderer, weil dieser Gott heilig ist, weil er gerecht ist. Aber er liebt die Menschen so sehr. Und er kann jeden erretten. Aus jeder Gesellschaftsschicht heraus kann er jeden Menschen erretten. Er hat es früher getan, jetzt über Jahrhunderte, Jahrtausende getan. Und er tut es auch heute. Gott rettet. Wisst ihr, Jesus, sein Name ist Programm. Jahwe ist Rettung. Jahwe rettet. Jesus rettet. Und von was? Von unserer Schuld, die wir alle haben. Ein Mensch, der sich wirklich kennt, er weiß, zu was er fähig ist. Aber Gott, er kann tiefschichtig, tiefgründig verändern und uns zu Taten bewegen, zu denen wir früher niemals fähig gewesen wären. Was war ich für ein eingebildeter Kerl? Mich haben andere Leute nicht interessiert. Man sucht sich bewusst die Leute aus, mit denen man gerne abhängt, zusammen sein will. Ja? Sie müssen dementsprechend, wie ich bin. Und so ist es heute auch. Wir sind in gewissen Subkulturen zu Hause. Gewisse Leute sind halt meine Leute. Andere Leute verstehen mich nicht, also habe ich keinen Kontakt mit denen. Aber Gott, der uns kennt, er ist in der Lage, dich zu überführen von deiner eigenen Schuld. Und wisst ihr, wir sollten verstehen, dass es ein Geschenk ist von Gott, dass er uns anbietet, kostenlos, umsonst. Er ist für dich gestorben. Und du musst nichts tun, um dieses Geschenk anzunehmen. Wende dich einfach diesem Gott zu. In deiner Hoffnungslosigkeit, in deiner Überheblichkeit, ein Blick auf diesen Jesus kann dein Leben komplett verändern. Aber du musst es annehmen. Ein Geld, was da rumliegt, wird dir nichts bringen, wenn du es nicht irgendwie verwendest. Medizin, die du nicht einnimmst, wird nichts bringen, wenn du sie nicht einnimmst. Und so ist es mit Gott. Die Gnade liegt kostenlos da. Gott zu erleben, ist es möglich. Aber du musst dich von deinem Stolz erheben und dich auf Gott zu bewegen und annehmen, was er dir schenken will. Ewiges Leben. Er macht dich frei von deiner Schuld und deiner Sünde. Gott, er weiß, was du wirklich brauchst. Kein Mensch, keiner, der dich in dieser Welt zupredigt und scheinbar weiß, was du benötigst. Aber Gott, er weiß es. Wende dich ihm zu und lass zu, dass Gott aus dir ein Kind Gottes macht. Ohne Gott keine Hoffnung in dieser Welt. Nur Tod, Fluch und Verderben. Viel Spaß mit dieser Welt. Aber Gott, er ist Licht. Er kam in seine eigene Schöpfung. Licht in der Finsternis. Und diesen Gott ist es einfach wert, sich zuzuwenden. Deswegen nochmal herzliche Einladung, hier kostenlos was mitzunehmen. Oder geh auf www.erstehtgeschrieben.de. Ich stehe hier, weil ich mich für meinen Gott nicht schäme. Ich bin überzeugt, Jesus lebt und er hat Hoffnung für diese ganze Menschheit. Es gibt nur Hoffnung in diesem Jesus, in keinen anderen Namen.